Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Auf Anfrage von euch habe ich heute ein Video dabei, in dem ich dir zeige, wie ich mit Ablehnung umgehe. Ich zeige dir meine besten Techniken, Tricks, um mit Ablehnung umzugehen, beziehungsweise Tricks kann man es gar nicht nennen, aber einfach die Vorgehensweise, die ich benutze. Habe dir auch ein paar Infield-Schnipsel mitgebracht, in denen du mal siehst, denn das siehst du ja sonst nicht hier auf meinem Channel, wie ich mal abgelehnt werde. Und dieses Video ist deswegen so wichtig, weil ich ganz oft Männer habe, die keine Frauen ansprechen, weil sie zu große Angst vor der Ablehnung haben oder, und das ist das ist die häufigste Sache, die haben zu große Angst vor einer ganz schlimmen Ablehnung. Also sie denken, oh Gott, die Frau greift mich an, die Frau beleidigt mich sehr schwer oder ich werde von einem Typen verprügelt. Und dazu kann ich sagen, in meinen über, keine Ahnung, 3000 Frauen, die ich angesprochen habe und den über 10.000 Frauen, die Leute, die ich kenne, die ebenfalls gut mit Frauen sind, angesprochen haben, ist eigentlich noch nie etwas passiert. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir ein türkischer Freund von mir erzählt hat, der eine kleine Schlägerei hatte mit einem Albaner. Das war es aber dann auch. Ansonsten habe ich nie irgendwas Schlimmes selbst erlebt und auch von Coaching-Teilnehmern noch nie irgendwas Schlimmes mitbekommen. Jetzt geht es aber darum, wie geht man optimalerweise mit der Ablehnung um? Und das erste ist, dass ich das überhaupt nicht als Ablehnung deklariere. Also in meinem Wortschatz gibt es Ablehnung überhaupt nicht. Ich benutze dieses Wort jetzt hier nur, damit du verstehst, was ich meine. Für mich sind Ablehnungen, die für dich Ablehnung sind, keine Ablehnungen. Für mich ist das immer so, ich gehe auf die Frau zu und schaue, okay, die Frau gefällt mir und jetzt möchte ich erstmal sehen, ob sie mir auch über ihr Äußeres hinaus gefällt. Ja, und dann soll die Frau halt sehen, ob ich ihr gefalle. Also ich gehe einfach hin und gucke, hey, passen wir beide auf irgendeiner Ebene zusammen? Und wenn wir dann nicht auf irgendeiner Ebene zusammenpassen, dann passen wir halt einfach nicht auf einer Ebene zusammen. Also ich in dem Moment sage ich nicht, oh, ich wurde abgelehnt oder würde auch einem Freund, der mir unterwegs ist, nicht sagen, oh, schau mal, jetzt wurde ich abgelehnt oder ich hatte eine Ablehnung, sondern ich würde dann sagen, hey, hat einfach nicht gepasst. So, es hat einfach nicht gepasst. Nicht Ablehnung. Ablehnung, dann klingt das so, als ob das was super Schlimmes wäre, aber es ist überhaupt nichts Schlimmes, es ist was ganz Normales. Alle Profis, jeder, der flirtet, jeder, der regelmäßig flirtet, kennt Ablehnung. Das gehört dazu, das wird immer so sein. Und wenn du vor Ablehnung davonläufst, wenn du keine Ablehnung haben möchtest, dann wirst du keine Frauen ansprechen können. Entweder du hast Ablehnung und sprichst Frauen an oder du hast keine Ablehnung, sprichst dafür aber auch niemals eine Frau an. Das ist was du dir aussuchen kannst. Was ich aber gerne mache, um diesen Moment nach der Ablehnung einfach cooler zu gestalten, um das auch davor schon besser darauf vorzubereiten, das siehst du, jetzt gleich, da war ich mit meinem Kameramann unterwegs und dann habe ich eine Frau getroffen, die gesehen hat, wie ich schon ein paar Frauen angesprochen habe und die nicht gut darauf zu sprechen war. Und ich zeige dir gleich mal einen Clip und du kannst schauen, wie ich damit umgehe. Achte generell mal darauf, wenn ich unterwegs bin, das liegt jetzt hier nicht nur daran, dass ich mit meinem Kameramann unterwegs bin, dann alber ich immer ein bisschen rum. Ich habe hier mit meinem Kameramann so ein bisschen rumgealbert, war in einer sehr lockeren und entspannten Stimmung. Das siehst du hier in dieser Szene, die ich dir gleich zeige, bevor ich die Frau anspreche. Und schon diese lockere Stimmung sorgt dafür, dass man diese Ablehnungen weniger ernst nimmt. Und schau einfach mal, wie ich hier an der Stelle mit der Ablehnung umgegangen bin. In diesem Beispiel, muss ich sagen, war ich ein bisschen angenervt von der Frau und ihrer Reaktion. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich von der Reaktion der Frau angenervt bin, dann bin ich auch angenervt, dann gehe ich auch gerne in diesen angenervten Zustand. Und dann ist es aber auch für mich eigentlich danach wieder in Ordnung. Aber wir schauen uns mal das Infield-Beispiel an. Ahnung, hast du nicht aufgepasst, Mensch? Pass doch mal auf. Hi. Lauerst du öfter hier rum? Kennst du mich oder was? Ja. Woher? Oh ja, jetzt mit der Sonnenbrille ab. Das macht dich gerade richtig unsympathisch. Sprichst du jede Frau? Hey, wer bist du denn? Setz mal die Sonnenbrille ab. So kann ich dich ja gar nicht erkennen. Keine Ahnung, wer.
Ich zeige dir noch ein ähnliches Beispiel, wo das ungefähr genauso verlaufen ist. Die Beispiele kommen vom gleichen Tag und an diesem Tag war ich allgemein so ein bisschen in einer schlechteren Stimmung und habe das dann aber auch so durchlebt. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn dich diese Ablehnung nervt, dann lass sie dich auch nerven für den Moment. Ist schon in Ordnung. Geh einfach mal durch. Oh, das fühlt sich jetzt blöd an. Oh, ich mag jetzt nicht abgelehnt werden. Ist schon in Ordnung. Geh einfach mal durch. Das hat sich dann nach ein paar Minuten auch wieder erledigt oder vielleicht sogar dann sofort. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist ein super falsches Grinsen aufzusetzen und dann so, ja, oh, nee, war gar nicht so schlimm. Oder was auch ganz viele Männer machen, was ich auch zum Kotzen finde, dieses, oh ja, das war eh voll die Hässliche und das war voll die Bitch, so, ja, die war voll die Fotze, ja, so von wegen, die hat mir sowieso nicht gefallen, das ist voll die, sowieso die niedere Fotze, so. Das ist halt eine ganz, ganz blöde Herangehensweise, wo du einfach die andere Person so ein bisschen runter tust vom Wert, damit du dich selbst besser fühlen kannst, ist halt kompletter Bullshit. Geh halt mal durch die Ablehnung. Wenn du angenervt bist, deswegen, wenn du sauer bist, sei ruhig kurz sauer, sei ruhig kurz angenervt, das ist schon in Ordnung. Ich zeige dir hier das andere Beispiel nochmal, wo ich eben von dem gleichen Tag auch ein bisschen angenervt auf die Ablehnung reagiert habe. Mann, bist du schnell. Noch schneller. Mach Turbogeschwindigkeit. Jetzt habe ich noch ein anderes Beispiel dabei und das ist das, was eigentlich am häufigsten passiert oder wie ich am häufigsten auf eine Ablehnung reagiere. In diesem Fall habe ich die Frau angesprochen und es kam relativ schnell raus. Das hörst du gleich in der Aufnahme. Du siehst es nicht, aber du hörst es. Hörst du, dass sie einen Freund hat? Und dann habe ich einfach sehr gelassen reagiert und meinte, ja, sie war so, ja, ich habe leider einen Freund. Ich so, ja, ist kein Problem, alles cool, ganz entspannt, weil es tatsächlich kein Problem ist. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Frau einen Freund hat, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Frau nicht mit mir reden will und weitergeht. In 90% der Fällen stört mich das tatsächlich nicht. Ja, du hast jetzt diese beiden anderen Beispiele gesehen am Anfang, wo ich etwas angenervt reagiert habe und auch ein bisschen in die Diskussion gegangen bin. Das lag daran, dass ich in dem Tag einfach angenervt war und wie gesagt, wenn das so ist, dann sei das auch ruhig. Generell stört es mich eigentlich nicht, weil ich weiß, und das ist auch eine Einstellung, die dir weiterhelfen kann, hey, guck mal, um die nächste Ecke lerne ich wahrscheinlich gleich die nächste Frau kennen. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich bin nicht von dieser einen Frau abhängig. Es muss nicht mit dieser einen Frau unbedingt funktionieren. Und ich weiß halt, wie viele Frauen, ich weiß es aus Erfahrung, wie viele Frauen man ansprechen muss, damit was Ordentliches dabei rumkommt. Das sind eben manchmal auch ein paar. Es gibt gute Tage, da connectet man mit mehr Frauen. Es gibt schlechte Tage, da muss man ein paar mehr ansprechen, um eine zu finden, wo man merkt, hey, cool, wir verstehen uns. Und das gehört dazu. Das gehört dazu und das wird sich auch nicht wirklich ändern. Klar, deine Flirts werden immer besser, deine Ergebnisse werden besser werden, aber es wird immer noch Ablehnungen geben, wird immer noch Tage geben, wo es mal schlecht läuft. Und sei einfach in Ordnung damit. Sträub dich nicht dagegen, sei nicht so, oh nein, ich will diese Tage nicht, sondern sei in Ordnung damit, wenn es auch mal nicht so gut läuft. Und optimalerweise ist einfach deine Reaktion auf eine Ablehnung, dass es dich nicht stört, dass du daran denkst, hey, guck mal, um die nächste Ecke treffe ich wahrscheinlich sowieso die nächste Frau ganz entspannt. Es gibt viele Frauen auf dieser Welt und wenn jetzt die eine, wenn es mit einem jetzt nicht passt, dann, ja, bei der nächsten passt es dann wahrscheinlich. Also ich denke mir halt auch immer, jede Frau, die ich angesprochen habe, auch wenn es nicht geklappt hat, hat mich wieder eine Frau näher an die nächste Frau gebracht, mit der ich mich gut verstehe. Jede Frau, die ich anspreche, egal ob es klappt oder nicht, bringt mich eine Frau näher an die nächste Frau, mit der ich mich gut verstehe. Ja, das ist ein reines, auch Zufallsprinzip. Je mehr Frauen ich anspreche, desto schneller finde ich die Frauen, die zu mir passen. Und von daher ist jede Frau, die ich anspreche, ein persönlicher Fortschritt für mich, weil ich mich getraut habe. Ich war mutig, ich habe mich überwunden, habe meine Komfortzone verlassen und hatte in den meisten Fällen auch, wenn auch ein kurzes, aber cooles Gespräch mit der Frau. Jetzt zeige ich dir noch die Szene, von der ich gerade geredet habe. Das ist wirklich 90% meiner Reaktionen fallen meistens so aus. Zeige ich dir mal eben und dann sprechen wir gleich drüber. Nicht erschrecken, aber ich fand dich ganz interessant und wollte mal kurz rüberkommen und schauen. Ob du so interessant bist, wie du aussiehst, ja. Das ist super nett, ne? Aber du hast einen Freund. Ja. Ich glaube dir. Wir haben beide rot an, also du würdest mich nicht belügen. Wir sind so quasi ein Team. Das ist, ja. Es tut mir voll leid. Alles gut. Ich würde es aber sehr freundlich und behaltensweise kümmern, was du schon. Sehr gerne. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. So, du hast gesehen, sie hatte einen Freund und ich habe einen Freund, wird auch öfter mal vorkommen. Das ist auch so ein Klassiker, den du hörst. Manche Männer, die ich im Coaching habe, sind dann irgendwie beleidigt und sind so, hey, die Frau hat mich angelogen, die Frau hat mich betrogen, bla bla bla, die war unehrlich. Und ich denke mir so, ach, ganz entspannt. Manchmal ist die Situation für die Frau halt druckbelastet, manchmal ist die Situation stressig. Manche Frauen können nicht gut damit umgehen, wenn man sie anspricht, das gibt es alles. Und dann ist der einfachste Ausweg für die Frau einfach zu sagen, ich habe einen Freund. In diesem Fall habe ich ihr geglaubt.
Denn ihre Reaktion, das siehst du jetzt im Video nicht danach, war, also ich bin weggegangen und dann hat die Kamera noch draufgehalten und sie war sehr happy, hat mir noch hinterher geschaut. Ich gehe in diesem Fall davon aus, sie hat tatsächlich einen Freund, muss nicht unbedingt so sein, ist aber auch irrelevant. Es ist komplett irrelevant. Ich mache mir nach Gesprächen über die Gespräche keine weiteren Gedanken mehr. Ja? Ich setze mich zwar manchmal hin, das habe ich am Anfang viel gemacht und kann dir auch empfehlen, dich nach einem Tag hinzusetzen und mal zu reflektieren. Hey, wie war das so? Was lief gut? Was hätte besser laufen können? Wie war so der Tag allgemein? Gerade am Anfang kann ich dir das empfehlen. Mittlerweile ist es halt so, dass ich die Gespräche meistens dann wirklich gedanklich abhake und dann rübergehe zum nächsten Gespräch. Ein kleines Gadget, was ich dir dafür empfehlen kann, wenn dir das schwerfällt, also wenn du wirklich gedanklich feststeckst in so einer Ablehnung, nachdem die passiert ist, habe ich einen kleinen Trick für dich. Und zwar gibt es diese, ich habe es jetzt nicht an, weil ich habe letztens eins bekommen auf der Gamescom, habe es aber wieder verloren, diese kleinen Bändchen, die man so am Arm trägt, diese Silikon-Armbänder, die man überall hergeschmissen bekommt. Und das ist ganz witzig, denn Profi-Football-Spieler machen das so, dass wenn sie einen Spielzug versaut haben, sie dieses Bändchen haben, also es gibt manche, die machen das, und dann snappen die das so einmal, also lassen das einmal so schnalzen, so tschick. Und dann ist das für die so das Zeichen, okay, den letzten Spielzug vergessen, jetzt geht es um den nächsten Spielzug. Und das kannst du dir auch besorgen und es für dich zur Gewohnheit machen, nach jedem Gespräch mit der Frau einmal so zu snappen, tschick. Um dir sozusagen zu sagen, okay, das Gespräch jetzt ist abgeschlossen, jetzt konzentriere ich mich auf das nächste Gespräch, was kommt. Das wirst du ein paar Mal machen müssen, damit es zur Gewohnheit wird, aber das kann dir halt auch helfen, dich gedanklich davon zu lösen, dich gedanklich wieder von dieser Ablehnung zu lösen. Die andere Sache, die dir helfen kann, ist das, was du im ersten Infield-Schnipsel gesehen hast, wo ich einfach rumgescherzt habe mit zum Beispiel dem Kameramann oder mit dem Typen, mit dem du unterwegs bist. Manchmal scherze ich aber auch einfach mit mir selbst rum oder singe so ein bisschen, während ich unterwegs bin und höre dabei Musik. Und dann kommt man auch relativ schnell wieder aus einem Tief raus, was bei manchen Leuten wegen einer Ablehnung durchaus entstehen kann. Das zum Thema Ablehnung. Ich hoffe, ich konnte dir da weiterhelfen. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Hier links kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dir die drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen, die du kennen solltest, wenn du deinen Erfolg mit Frauen aufs nächste Level bringen willst. Und unten rechts in der Ecke habe ich ein Video, das ich dir persönlich empfehle. Wenn du dieses Video hier geschaut hast, wird dir auch das Video gefallen und weiterhelfen. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.